Herzlichen Dank für die Einladung. Ich begrüße Sie von meiner Seite auch zu diesem Abend, zu einem Thema, das vielleicht auf den ersten Blick doch etwas abstrus klingt. Wie kann man Ökonomie und Buddhismus überhaupt zusammendenken? Buddhismus in der öffentlichen Wahrnehmung hat eigentlich eine gute Presse, kann man sagen. Daran ist natürlich nicht zuletzt seine Heiligkeit der Dalai Lama schuld. Die Vorstellungen, die man mit Buddhismus verbindet, sind: ich ziehe mich zurück, ich meditiere. Es gibt auch Meditation für Manager, können Sie hinterher wieder unter der Woche umso härter durchgreifen. Das ist so etwa das Bild, das sich eingeprägt hat. Mit diesem Bild haben meine Überlegungen heute nichts zu tun. Ich charakterisiere sowas immer ganz gerne ein bisschen böse. Da sehen Sie meine sehr unvollkommene Entwicklung als buddhistischer Praktizierender, dass ich mir immer noch sehr viel Ironie leiste und auch Kritik. Ich bezeichne sowas gerne als Wellness-Buddhismus. Ja, das hat also nichts mit dem zu tun. Es gibt so einige Stichworte, die jetzt unterwegs sind. Man hört sie immer wieder im Radio. Ich kenne auch Leute, die das vertreten. Karma, Kapitalismus, vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Darüber werden Sie von mir nichts hören. Nur damit ich klar abgrenze, worüber ich nicht spreche. Unser Thema heißt Geldgier oder Mitgefühl. Ein buddhistischer Blick auf die globale Ökonomie. Erlauben Sie mir, zunächst zwei Thesen einander gegenüberzustellen, damit man klar sieht, dass es sich hier auf den ersten Blick wirklich um den Gegensatz zweier Denksysteme handelt. Wenn ich die Ökonomie als Denksystem betrachte, dann mache ich einen Trick. Ich bediene mich einer Doppeldeutigkeit der deutschen Sprache. In Englisch wäre das nicht möglich. In Deutschland bezeichnet man mit Ökonomie das Fach, ich studiere Ökonomie an der Hochschule, und Ökonomie ist der Gegenstand, das heißt die Wirtschaft da draußen, die nennt man auch Ökonomie. Im Englischen geht das nicht, da ist es einmal Economy und Economics, ja, das sind zwei Paar Stiefel. Aber ich möchte diese Doppeldeutigkeit beibehalten, weil eine meiner Thesen sein wird, dass das, was wir als wirtschaftliche Wirklichkeit beobachten, ganz wesentlich durch das menschliche Denken und die Art des Denkens und um nun gleich einen buddhistischen Terminus einzuführen, die besondere Verblendung in diesen Denkprozessen erzeugt wird. Ökonomie, so wie wir sie beobachten, ist ein Ergebnis bestimmter Denkformen. Das ist also nicht eine Natur, die es da draußen gibt, die uns beherrscht, sondern etwas, das wir gemeinsam, wir 6,5 Milliarden Menschen, gemeinsam hervorbringen. Wirtschaft ist ein Resultat menschlichen Denkens und Handelns. Das ist keine, wie die Griechen sagen, Physis, keine Natur, sondern etwas von Menschengemachtes. Damit setze ich mich schon, mit dieser These setze ich mich schon in einen ganz krassen Widerspruch zur Mehrheit der Nationalökonomen, wie sie früher hießen. Heute noch von Nationalökonomie zu sprechen, ist ja fast schon eine Antiquität. Trotzdem heißt das Fach noch gelegentlich so. Volkswirtschaftslehre ist übrigens auch ein anderer Name für das Fach, ist ähnlich begrenzt, nämlich auf ein Land, auf eine Volkswirtschaft bezogen. Wir leben heute in einer anderen Welt. Dazu aber gleich mehr. Die These, dass die Wirklichkeit, die wir beobachten und die Ökonomen so gerne unter dem Begriff harte Gesetze des Marktes oder noch lieber ein Wort, das übrigens interessanterweise nur Politiker und Ökonomen verwenden, Naturwissenschaftler tun das nie, das ist das Wort Sachzwang. Die Globalisierung ist ein Sachzwang. Die Sache zwingt uns, etwas zu tun. Und wenn wir uns nicht anpassen, gehen wir unter. Also die Sache, eine Art Natur. Dahinter versteckt man eine Vorstellung, die behauptet, Wirtschaft sei nicht von Menschen gemacht. Wirtschaftliche Gesetze seien Naturgesetze. Das ist eine Vorstellung, die gab's in der Ökonomik, in der Aufklärung. Burke zum Beispiel, ein
ungefähr ein Zeitgenosse vom Begründer der modernen Ökonomik, Adam Smith, sagt, die Gesetze des Handels, also der, wir würden heute sagen, der Wirtschaft, die Gesetze des Handels sind die Gesetze der Natur und damit die Gesetze Gottes. Ja, damit ist klar, ja, die Gleichung ist eindeutig. Wer will schon Gott widersprechen? Dem Markt zu widersprechen heißt, der Natur zu widersprechen, und das ist Gotteslästerung. Konsequent sagt deshalb auch ein sehr bekannter deutscher Wirtschaftsethiker, dessen Namen ich aus Höflichkeit nicht erwähne, in einem Buch, es gibt so etwas wie Sünden gegen die Marktwirtschaft. Man stelle sich das vor, das gibt es also. Sünden wider die Marktwirtschaft. All das sind Vorstellungen, die ich zusammengenommen, in den Sack gepackt, zugenäht, als falsch bezeichnen würde. Und das möchte ich jetzt ein bisschen näher begründen. Und zwar begründen aus einer buddhistischen Perspektive. Und damit ich klar machen kann, was das heißt, was heißt dieses Attribut buddhistisch. Nun, ich kann nur sagen, was es für mich heißt, aus meinen Studien hervorgehend, aus meiner, wie immer, kleinen Erfahrung, die ich vielleicht in meinem Leben gewonnen habe, hervorgehend. Das muss ich dazu sagen, denn im Buddhismus ist es sehr häufig üblich, dass man sich auf Lehrer beruft, und das will ich jetzt nicht tun, obwohl ich natürlich Lehrer hatte, selbstverständlich hatte ich Lehrer, aber ich möchte nicht mit meinen unvollkommenen Gedanken Ihre Traditionen beflecken, und deshalb erlauben Sie mir, schieben Sie alles in meine Tasche. Also es ist meine Interpretation von Buddhismus, die vielleicht dann doch ganz gut begründet sein könnte. Das zu beurteilen überlasse ich Ihnen. Ich sage ihm also ungefähr ein Zitat, das mich am meisten beeindruckt hat, als ich vor vielen, vielen Jahren, es war ziemlich genau 1976, den ersten Text gelesen habe. Das war ein kleiner Auszug aus einer Pali-Schrift, aus dem Anguttara Nikaya, wie ich das erst später wusste, dass das daraus ist. Und da findet sich eine Rede, die Buddha gehalten hat an ein Volk, das Volk der Kalama. Und die Kalama, die hatten ungefähr unsere, geistig unsere Situation vor Augen. Da gab es furchtbar viele Lehrer, die waren alle unterwegs und jeder hat was verkündet. Vorwiegend spirituelle Lehren, Ethiken und so weiter. Und da kamen diese Menschen zu Buddha und sagten, sag uns doch jetzt du, der du als großer Lehrer und Gelehrter und weiser Mann giltst, sag uns doch, was wir tun sollen. Wem sollen wir folgen? Auf welche Lehre sollen wir hören? Und dann sagt Buddha etwa abgekürzt und zusammengefasst, geht nicht nach Lehrmeinung, geht nicht nach logischen Schlüssen, geht nicht nach der Autorität heiliger Schriften, geht nicht nach der Autorität eines Lehrers. Wenn ihr aber selbst erkennt, diese oder jene Handlung führt zu schädlichen Resultaten, dann lasst sie. Das hat mich überzeugt. Das klang für mich vernünftig. Da tritt ein Lehrer auf, so muss man sich vorstellen, und sagt, hört nur auf mich, wenn euch die Argumente überzeugen, die ich vortrage. Ich glaube, das ist ein wichtiges Element. Die buddhistische Tradition ist breit und bunt und man kann viel darüber forschen. Da haben wir hier kompetentere Leute, die das darüber was sagen können. Ich greife mir diese Tradition heraus, die etwas mit der kritischen Analyse des eigenen Geistes zu tun hat. Im Grunde ist Buddhismus bei all seiner Buntheit doch im Kern das geblieben. Kritische Analyse des eigenen Geistes. Man nennt es auch Meditation, analytische Meditation, wie auch immer. Und das bringe ich jetzt zusammen mit dem eingangs gemachten Statement. Die wirtschaftliche Wirklichkeit wird hervorgebracht durch Menschen und die Menschen handeln. Das heißt, sie handeln aus ihrem Bewusstsein, aus Gedanken heraus. Es sind nicht anonyme, sich verhaltende Automaten, wie einige Schulen behaupten. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein. 1857, zur Kritik der politischen Ökonomie, Karl Marx, Vorwort. Ja. Diesen Satz haben viele unterschrieben. Heute wird er nur anders übersetzt. Das Gehirn handelt, nicht der Mensch, behauptet ein gar nicht so weit entfernter Professor hier
aus Bremen. Ja. Also immer wieder haben wir versucht, den menschlichen Geist auf irgendwas zu reduzieren. Die Gene, das Gehirn und vor allem auch die wirtschaftlichen Verhältnisse. Ich glaube, das lässt sich so einfach nicht halten und möchte Ihnen das etwas näher begründen. Ich möchte es begründen, indem ich mich mit der, nennen wir es mal vorläufig so, Erklärung, Klammer auf, Rechtfertigung, Fragezeichen, Ideologie, Fragezeichen, Klammer zu, mit der Erklärung der Wirtschaft durch die Wissenschaft befassen, die sich die Ökonomie als Gegenstand vorgenommen hat. Das ist die Wirtschaftswissenschaft, die moderne Wirtschaftswissenschaft. Economics, Volkswirtschaftslehre, Nationalökonomie oder wie die Namen auch heißen mögen. Sehen wir uns diese Wissenschaft ein bisschen genauer an. Und damit das nicht zu breit wird, wähle ich, damit der Vortrag auch nicht zu lang wird, nur ein Thema aus, von dem ich allerdings glaube, es ist das Herzstück dieser Wissenschaft. Das ist die Erklärung des Geldes. Was ist das Geld? Wo kommt's her? Wie kann man es verstehen? Dass das Geld unser Leben bestimmt, bestreitet niemand. Sie mussten hier Eintritt bezahlen. Gab es hier keinen Eintritt? Oh, gut, also hier. Ich lasse mich sehr gern korrigieren. Dann haben Sie es sicher als angenehm empfunden, nichts bezahlen zu müssen. Die Erwartungshaltung, etwas bezahlen zu müssen, ist allgegenwärtig. Ja. Wer anschließend was trinken geht, wird man aber recht geben. Man bekommt nichts geschenkt. Also Geld ist eine Hürde. Geld ist eine Schranke. Geld ist eine allgegenwärtige Schranke, um an bestimmten Dingen teilnehmen zu können. Zum Beispiel am Konsum. Am weltweiten Konsum teilnehmen zu können, da braucht man zunächst eins, Geld. Interessanterweise, ich habe jetzt seit, wenn Sie mir die persönliche Bemerkung erlauben, etwa 20 Jahren arbeite ich an einer systematischen Darstellung der Geldtheorie und Geldphilosophie. Das Buch ist jetzt weitestgehend fertig. Es sind schlappe 1100 Seiten geworden. Ich werde wahrscheinlich keinen Verlag finden, der das druckt. Ja, aber jedenfalls, sagen wir mal, ich habe es aktuell im Kopf. Ja. Und in all den Texten, Sie dürfen mir glauben, ich habe wirklich mir Mühe gegeben, viele, viele Texte durchzuarbeiten. Ich kann nicht sagen alle, aber ich glaube, die wichtigsten weitestgehend habe ich durchgearbeitet. Und da gibt es viel Aussagen über das Geld. Da möchte ich Ihnen ein bisschen aus meiner Lese- und Kritikerfahrung etwas mitteilen und dann sagen, was das mit Buddhismus zu tun hat, für mich als derjenige, der sich mit diesen Lehren auseinandersetzt. Nun, Geld wird oft durch Funktionen erklärt. Geld ist furchtbar praktisch. Das Zitat habe ich am allermeisten gefunden. Die meisten sagen, es ist unheimlich bequem, es ist praktisch, es ist so hilfreich. Also da habe ich eine ganze Latte. Ja. Da quillt ein Ordner auf meinem PC über mit diesen Zitaten. Aber eine Funktion habe ich nicht gefunden. Und das ist die wichtigste. Und die stelle ich jetzt gleich an den Anfang, damit ein gewisser Ernst bei allem Humor, der uns vielleicht sonst zu eigen ist und den ich auch gerne fördere, aber damit wir das Thema wirklich so ernst nehmen, wie es für viele Menschen ist. Eine Geldfunktion wird nicht erwähnt. Ich habe zwei Autoren gefunden, die so gleichsam in der Fußnote so, man könnte, wenn man sehr, sehr wohlwollend ist, das hineininterpretieren. Und die sind schon uralt. Ja. Einer davon war ein Bischof aus Irland, George Barclay, ja, der auch einen Traktat über Ökonomie geschrieben hat. Der schreibt, Geld ist eine Art Ticket, also eine Art Eintrittskarte. Das würde ich sagen, da hat er sehr viel geahnt. Geld hat eine wichtige Funktion. Es grenzt aus. Geld ist eine Schranke. Geld ist die Schranke für Märkte. Ohne Geld kommen Sie nicht auf den Markt. Wenn Sie Geld haben, dürfen Sie all die Prachtstraßen dieser Welt entlang gehen, wie die Neureichen aus Indien, aus Russland oder aus sonstigen Weltgegenden und viel Geld ausgeben. Sie sind herzlich willkommen. Ohne Geld kein Zutritt. Wenn wir uns die Welt ansehen, mit dieser Trennung,
die die Geldgrenze, die Geldschranke durch den Globus zieht, dann entdecken wir allerdings äußerst ungleiche Verhältnisse diesseits und jenseits der Schranke. Das Einzige, was ich mir an Skript mitgebracht habe, sind ein paar Zahlen. Ich will mal ein paar Zahlen nennen, damit wir einen Eindruck davon bekommen. Nun, etwas, es ist bekannt, aber es ist wichtig, dass man sich immer wieder daran erinnert. Wenn dieser Tag sich geneigt haben wird, werden heute wieder einmal 27.000 Kinder verhungert sein. Wenn wir die Kinder, die an den Folgen des Hungers sterben, dazu rechnen, weil wenn man nicht ausreichend ernährt wird in der Jugend, dann stirbt man sehr, sehr früh an den Folgen des Hungers, dann kommt man etwa auf 100.000 täglich. Das ist eine Kleinstadt. Täglich stirbt eine Kleinstadt, weil sie nicht ausreichend zu essen hat. Die Hälfte der Weltbevölkerung, also nahezu 3 Milliarden Menschen, leben von weniger als $2 pro Tag. Das machen Sie mir mal vor. $2 pro Tag. Ein Sechstel der Menschheit von $1 pro Tag. Noch ein paar weitere Zahlen aus dem neueren Bericht des UN Development Program. Die reichsten 5% auf diesem Planeten haben ein Einkommen, das ist 114 Mal höher als das Einkommen der ärmsten 5%. 114 Mal. 3 Menschen haben ein Vermögen weltweit, das ist so groß wie das addierte, zusammengefasste Bruttoinlandsprodukt der 48 ärmsten Länder. 3 Menschen. Ein paar Milliardäre haben etwa das Einkommen von 40% der Weltbevölkerung als Vermögen. Wenn man jetzt sagt, aber wir tun doch viel, es fließen doch viel Spenden, Entwicklungshilfe, Nord-Süd, dann muss ich Sie eines Besseren belehren. Jeder Dollar, der in Richtung Nord-Süd auf dem Weg der Entwicklungshilfe von Europa nach Afrika oder das meiste fließt übrigens nach Israel, das wissen die wenigsten. Ein bisschen was fließt auch noch nach China. Aber das meiste, was in Richtung Nord-Süd fließt, pro einem Dollar, der in diese Richtung fließt, fließen 13 Dollar zurück. Als Zinszahlung für die Schulden und als Tilgung. So sieht unsere Welt aus. Ich habe noch etliche weitere Zahlen, ich will sie jetzt nicht totschlagen damit, aber ich glaube, egal wie man es dreht und wendet, die aktuelle Faktenlage spricht nicht dafür, dass unsere Welt eine der Gerechtigkeit ist, der gerechten Verteilung. Jetzt könnte man natürlich sagen, und das ist in der Regel die Antwort der Ökonomen, zum Beispiel hat der Wiener Ökonom Wieser gesagt, Armut ist der natürliche Zustand. Wir fangen immer mit der Armut an und dann kommt die Entwicklung und dann wird man halt langsam reicher. Und da könnte man sagen, naja gut, die haben Pech gehabt, die sind noch im Zustand der Armut. Das heißt, weltweit ist einfach nicht genug da, um alles satt zu machen. Die Ressourcen sind zu knapp, sind zu viele Menschen. Solche Sprüche kennen Sie auch und hören Sie auch sehr häufig. Das ist nicht wahr. Die Ressourcen sind da. Weltweit reicht der Ackerboden aus, um 12 Milliarden Menschen zu ernähren, hat die UNO, das UNO Development Program ausgerechnet. Wenn wir uns, ich weiß, man traut sich es fast nicht mehr sagen, aber es ist trotzdem eine Binsenwahrheit. Wenn wir uns die Verteidigungsausgaben weltweit angucken, das SIPRI-Institut hat für 2006 die neuen Zahlen veröffentlicht, dann kommen wir auf 900 Milliarden US-Dollar. Die jährlich ausgegeben werden. Wenn wir ein Zehntel davon nehmen, dann können wir das Einkommen der Hälfte der Weltbevölkerung des unteren Endes glatt verdoppeln. Da haben wir nur 10%. 1% des Weltverteidigungshaushaltes würde ausreichen. 1%. Das ist eine neue Berechnung, die sogar in Weltbankkreisen gemacht wurde, um allen eine vernünftige Schulausbildung zu geben. Es ist gar nicht viel erforderlich. Auch um sauberes Trinkwasser bereitzustellen, würde ein geringer Bruchteil dessen ausreichen, was wir für
Waffen ausgeben weltweit. Und das sind nur die offiziell ausgewiesenen Zahlen. Nur die offiziell ausgewiesenen Zahlen. Am 10. September 2001, einen Tag vor jenen denkwürdigen Ereignissen, hat der US-Verteidigungsminister Rumsfeld eine wichtige Rede gehalten, die untergegangen ist aufgrund der Ereignisse. Man kann sie allerdings nachlesen oder auf YouTube können Sie sich auch im Internet angucken. Da beklagt er, dass im US-Haushalt, und jetzt halten Sie sich fest, ich habe die Zahl wirklich mehrfach nachlesen müssen, weil ich mir gedacht habe, es wird so ein typischer Fehler. Sie wissen, im Englischen Million, Billion, Trillion, da kommt man immer ein bisschen durcheinander. Nein, 2,3 Billionen, Trillion US-Dollar sind verschwunden im Laufe der Jahre im US-Haushalt. Man weiß nicht, wo die hin sind. Man spricht von Verschwendung. Diese Summe allein würde ausreichen, allen Menschen auf der Erde ausreichend Nahrung zu geben, sauberes Wasser, sogar noch einen Computer und eine vernünftige Schulausbildung. Also das ist der Zustand unserer Welt. Wie wird diese Grenze gezogen? Wie wird diese Grenze, diese Schranke des Geldes gezogen? Was steckt da dahinter? Nun, ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, da gibt es eine kleine Clique und das sind die Verschwörer, was weiß ich, die Freimaurer oder die Rothschilds oder wer auch immer und die versklaven uns oder sowas. Das ist Unsinn. Schuld ist keine Person. Das wäre eine ganz falsche Denkweise. Wohl aber kann man identifizieren, welche Denkformen dahinter stecken. Und jetzt endlich komme ich zum Buddhismus. Was kann uns der Buddhismus anbieten als Erklärung, um zu verstehen, wie Menschen handeln und warum ihr Handeln nicht zu dem Ergebnis führt, das wir uns alle wünschen? Ich glaube, es ist niemand im Raum, der nicht allen Hungernden auf dieser Welt wünschen würde, dass sie satt werden, der nicht allen sauberes Wasser gönnen würde. Und selbst diejenigen, die mit daran beteiligt sind, den Zustand so herzustellen, wie wir ihn beobachten, wünschen sich das Gegenteil. Und viele reich geworden am Ende ihrer Tage, auch das will ich nicht verkennen, spenden viel. Ja, sie sagen, ich bin jetzt reich geworden, ich sehe, das Elend ist immer noch da, dann gibt man was von seinem Reichtum ab. Es sind wenige, die es tun, aber doch, es passiert. Also es liegt nicht am Individuum. Das Individuum ist nicht irgendwie schlecht geboren. Das unterscheidet, glaube ich, den Buddhismus sehr fundamental von anderen Traditionen. Es ist nicht so, dass der Mensch in einem Grundzustand des Bösen lebt oder aus dem Bösen heraus lebt. Allerdings gibt es im Buddhismus eine andere Diagnose. Und auf die will ich jetzt eingehen. Man sagt, wir erfahren alle Zustände des Unbefriedigtseins, der Frustration. Traditionell heißt es im Buddhismus Leiden. Wenn wir das übersetzen und sagen, wir erleiden unsere Umstände, wir gestalten sie nicht, dann ist es ein sehr präziser Ausdruck dessen, was auf der Welt passiert. Denn wenn ich sage, die Sachzwänge der globalen Märkte zwingen uns dazu, diese oder jene Reform eben nicht mehr zu machen, sondern rückgängig zu machen, diese oder jenes zu privatisieren, es sind die Sachzwänge der Märkte, dann ist das recht präzise die Definition, die der Buddha gegeben hat vom Zustand unseres Lebens. Wir erleiden es. Nicht wir sind die Herren unsere oder die Frauen unseres Lebens, sondern als Subjekte dahinter, sondern wir erleiden es. Woher kommt dieses Leiden? Was ist die Quelle? Das war die Frage, die sich der Buddha gestellt hat. Er hat eine Antwort drauf gegeben, die ganze Lehre des Dharma ausmacht, die ich Ihnen jetzt natürlich hier nicht unterbreiten kann. Allerdings kann ich eine kleine Kurzantwort geben. Und zwar in der Form, in der sie Shantideva gegeben hat. Shantideva hat ein Buch geschrieben, das heißt Bodhicaryavatara, das in Tibet weitestgehend gelesen wird, ist so eine kleine Bibel in Tibet. Da steht ein sehr schöner Satz drin, nur der Satz ist wichtig. Namen und Titel können Sie vergessen, wenn Sie nichts damit zu tun haben. Der Satz lautet, alles Unglück dieser Welt kommt vom Streben nach eigenem Glück. Alles Glück dieser Welt kommt vom Streben nach dem Glück anderer. Das ist die Diagnose. Das ist die Diagnose, wie man sie im späteren Buddhismus formuliert hat. Das heißt, wir handeln egozentrisch, auf ein Ich-Zentrum zubezogen.
Und dieses Ich-Zentrum, sagt der Buddha, und das ist das Verteufelte an dieser Geschichte, das Vertrackte, dieses Ich-Zentrum ist eine Illusion. Und weil es eine Illusion ist, deshalb müssen wir es jeden Tag verzweifelt verteidigen. Warum sind Menschen eigentlich so egoistisch? Warum sind sie so aggressiv gegenüber anderen? Warum sind sie so blind und sehen ihre eigenen Fehler nicht? Ja, weil sie keine eigene Substanz haben, auf der sie sich ausruhen könnten. Sie müssen den Schein ihres eigenen Egos täglich neu erzeugen. Das ist sehr, 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 sehr kurz zusammengefasst, die Diagnose, die der Buddha geliefert hat. Und er hat gesagt, dieser Schein des Egos, den wir täglich erzeugen, dieses Ich-Zentrum, das wir aufbauen, dieses Ego-Territorium, das wir verteidigen, ich, mein, nicht mein und so weiter. Dieses Ego-Territorium lässt sich charakterisieren durch drei Gifte, wie man das nennt in der Tradition. Und auf diese drei Gifte möchte ich kurz eingehen. Es lässt sich ganz einfach und logisch darstellen. Wenn es wirklich keine Ich-Substanz gibt, die in sich ruht und aus sich selber heraus alles Glück dieser Welt empfindet, sondern wenn wir in Wahrheit vollständig abhängig gewesen sind, dann ist die Diagnose, dass wir ein selbstständiges Ego sind, ganz offensichtlich ein Denkfehler. Nun ist der Denkfehler leicht zu durchschauen. Gucken Sie an sich selber runter. Welche Kleidung tragen Sie? Haben Sie die selber hergestellt? Nein, Sie sind völlig abhängig von den Schneidern dieser Erde. Vielleicht von einigen Kindern, die unsere Schuhe hergestellt haben, in irgendeiner der Blechhütten Asiens oder Südamerikas. Wenn Sie unter die Kleidung blicken, wenn wir auf unseren eigenen Körper blicken, woraus besteht er? Verzeihen Sie meine unhöfliche Ausdrucksweise, aus Pflanzen- und Tierleichenteilen, ja, die wir im Laufe der Jahre umgesetzt haben. Auf dem Weg der Nahrung. 3-4 Minuten keine Luft und schon sind wir tot. Wir sind vollständig abhängig von der Atemluft, vom Wasser, von der Nahrung, von der Kleidung. Nichts, was Sie in dem Raum sehen, haben Sie selber hergestellt. Sie benutzen es. Das Licht, ich benutze das Mikrofon, den Stuhl, auf dem wir sitzen. Kurz, die einfache Anschauung liefert uns augenscheinlich ein völlig anderes Phänomen, als wir in unserer eigenen Selbstproduktion unseres Egos aufbauen. Wir sind gegenseitig abhängige Wesen. Wir hängen von der Natur ab, wir hängen von anderen ab, wir sprechen eine Muttersprache. Selbst wenn Sie ich zu sich selber sagen, ich will das, ich will jenes, ich will das nicht, dann sprechen Sie in einer Sprache, die nicht Sie erfunden haben. Es ist Ihre Muttersprache. Selbst das haben Sie von jemand anderem. Selbst wenn wir nachdenken, ganz egoistische Gedanken denken, dann denken wir in einer Sprache, die uns nicht gehört, sondern die wir auch von anderen haben. Wir sind also in jeder Hinsicht abhängig von anderen Phänomenen, von anderen Lebewesen. Und trotzdem stellen wir uns hin und sagen, ich, nicht ich, mein, nicht mein. Meine Frau, mein Haus, und Sie kennen die Werbung mit dem Pferd und dem Boot und so weiter, ja, dass man auf den Tisch knallt, ja, mein Pferd, mein Haus, mein. Und wenn man das tut und es entspricht nicht der Wahrheit, dann erliegt man einer Illusion und diese Illusion heißt im Buddhismus Nichtwissen. Sehr einfach erklärt. Das ist die Illusion des Nichtwissens. Wir grenzen es aus. Wir könnten es im Prinzip wissen. Wir haben also die Chance, das Gegenteil zu erkennen. Aber wir tun es nicht. Dieses Nichtwissen nimmt viele Formen an. Ich werde mich jetzt den Rest der Zeit um die ökonomischen Formen kümmern. Aber das Prinzip wollen wir erstmal nochmal ganz klar herausstellen. Das Nichtwissen der gegenseitigen Abhängigkeit aller Phänomene, aller Lebewesen. Selbst der subtilsten Gedanken, selbst die hängen noch von jemand ab. Welcher Gedanke stammt wirklich von uns selbst? Den haben wir meistens übernommen von jemand anderem, vielleicht nachgesprochen, nur ein bisschen modifiziert. Wer hat schon wirklich eine ganz eigene Idee? Und wenn er eine hat, dann formuliert es in der Sprache, die er von jemand anders gelernt hat. Kurz, diese Abhängigkeit leugnen wir ganz praktisch. Wir leugnen sie ganz praktisch dadurch, dass wir behaupten, ich bin ein abgegrenztes, vielleicht noch mit eigenständiger Seele versehenes, womöglich eine ewig lebende Seele versehenes Individuum.
getrennt vom Rest der Welt, vom Rest des Seienden, wie die Philosophen sagen. Also Menschen hätten als Ego eine Identität mit sich selbst und diese Identität Ruhe in sich selbst und sei sogar, das ist die Diagnose des Philosophen René Descartes, nur und einzig aus sich selbst gewiss. Ich denke, also bin ich cogito ergo sum. Also nur weil ich denke, so lautet die Pointe, das muss man dick unterstreichen, bin ich. Ja, daran kann ich es angeblich erkennen. Was für ein Irrtum. Ja. Wenn Descartes zu sich selber sagt, spricht er Latein, hat er vielleicht Latein erfunden in dem Augenblick, in dem er es ausspricht. Daran hätte er schon was merken können. Okay, und auf der Grundlage dieses Nichtwissens erliegen wir einer Illusion. Und was ist eine Illusion? Das ist etwas, das nur bestehen kann, wenn man es immer wieder neu erzeugt. So funktioniert Propaganda, so funktionieren Psychosen, so funktioniert unsere Grundneurose und die heißt Ego. Ja, mit der sind wir alle ausgestattet. Und wenn die Grundneurose nicht funktioniert, wenn ich entdecke, dass etwas, von dem ich sage, mein, nicht mein ist, es entzieht sich. Ein Freund wendet sich ab. Die eigene Frau oder der eigene Mann hat plötzlich einen eigenen Kopf auf. Hat eigene Wünsche. Oder ein Computer versagt. Mein Computer versagt. Ja, lauter solche merkwürdige Dinge. Die Dinge fügen sich nicht in unser Territorium. Da merken wir was. Die Dinge sind vergänglich. Wir projizieren auf sie eine Dauer, die sie nicht haben. Das ist die Projektion unseres eigenen Egos, das wir da drauf projizieren. Und weil wir das tun und weil die Dinge nicht so funktionieren, werden wir wütend. Wenn der Computer nicht funktioniert, werfen wir an die Wand und so weiter. Sie kennen das alle. Parklücke, der fährt vor mir in die Parklücke rein. Es hat schon Schusswechsel gegeben, ja, deswegen. Also ist die Folge Aggression. Und natürlich, das Spiegelbild der Aggression ist die Gier. Der hat was, was ich nicht habe. Ja, der hat mehr Geld, der hat ein größeres Haus, der hat eine schönere Frau, der hat einen besseren Posten und so weiter. Also das ist die Diagnose der drei Gifte. Auf der Grundlage des Nichtwissens oder Nichtwissenwollens der gegenseitigen Abhängigkeit entfalten sich diese zwei Gifte der Gier und des Hasses. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ich glaube, und hier kann der Buddhismus hochaktuell werden und kann einen unschätzbaren Beitrag liefern. Diese Wirklichkeit der Ich-Verblendung, Wirklichkeit eben in dem Sinn, wie ich das gesagt habe, etwas, was wir als scheinständig erzeugen. Also diese Scheinwirklichkeit der Ich-Verblendung nimmt natürlich höchst unterschiedliche Formen an. Die Verblendung ist unendlich clever, darin sich zu verkleiden. In alten Zeiten haben Lehrer komplizierte Beispiele gemacht. Ganz komplizierte Beispiele, um zu erklären, dass die von uns wahrgenommene Welt nicht so ist, sie scheinhaft. Dann haben sie Beispiele gemacht, zum Beispiel, das sei wie eine Luftspiegelung oder ein magischer Trick. In Indien, die Magier, die waren ja sehr berühmt, die haben plötzlich die Illusion eines Elefanten auf die Bühne gezaubert und so weiter. Ganz komplizierte Beispiele haben gemacht. Augenkrankheit ist im tibetischen Buddhismus ein beliebtes Beispiel, stammt von der indischen Schule. Dass man sagt, ich habe eine Augenkrankheit, ich sehe da Schlieren und Streifen, wo gar keine sind und so weiter. Wir haben es heute viel einfacher, die Illusion zu durchschauen. Und damit mache ich jetzt einen Sprung, Anlauf, Sprung vom 10-Meter-Becken mitten ins Wasser der Ökonomie. Wir brauchen nur für ein paar Wochen die Wirtschaftspresse zu verfolgen. Was sehen Sie da? Oder gucken Sie sich Live-Übertragungen von Börsen an. So zwischen auf NTV zwischen 19:30 und 20 Uhr kommt immer aus der US-Börse. Das sind angeblich Menschen, die Ökonomen nennen sie rationale Entscheider. Homo economicus nennt man so ein Wesen. Na, gucken Sie die mal an, wie sie sich verhalten. Man kommt auf alles, nur nicht auf die Idee, dass das rationale Menschen sind. Hektisch, hysterisch wird da gerufen. Einerseits euphorisch, da werden Preise für Aktien hochgejubelt und dann springt man aus dem Fenster, weil wieder ein Crash war. Das heißt, die Entstehung von Illusionen und ihre Enttäuschung, das ist für uns überhaupt nichts Neues. Wir brauchen nur
die Fernsehnachrichten einzuschalten oder irgendeine Wirtschaftszeitung zu lesen. Das heißt, und das ist jetzt meine grundlegende These, die ich noch ein bisschen genauer begründen möchte, diese drei Gifte, diese Diagnose des Buddhismus, dass unsere Weltwahrnehmung, unser Weltverständnis durch diese grundlegenden drei Trübungen, die wir die drei Gifte nennen, bestimmt ist, das nimmt eine Wirklichkeitsform an, das institutionalisiert sich. Es gibt also ein Nichtwissen in der Welt da draußen, das wir unmittelbar anschauen können. Das heißt, den Glauben an etwas, an den Wert von etwas, das von sich her keine Natur, keinen Wert besitzt. Ahnen Sie, was das sein könnte? Das ist das Geld. Wie funktioniert das? Und da habe ich jetzt sehr viel, erlauben Sie mir, einen etwas akademischeren Ausflug, wenn Sie so wollen, nur eine Nebenbemerkung. Da habe ich sehr viel gelernt von den buddhistischen Logikern und von der Schule, die in Indien seit dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung sich etabliert hat, die sogenannte Schule von Nalanda. Der wichtigste Vertreter oder Begründer hieß Nagarjuna, aber die Namen sind nicht so wichtig, nur für diejenigen, die sie kennen, haben einen kleinen Wiedererkennungseffekt. Was ist in der Schule gesagt worden? Was ist darin entdeckt worden? Nun, was haben die Philosophen dieser Nalanda-Schule gemacht? Sie haben zeitgenössische Denksysteme genommen, haben sie sich angeguckt und haben gesagt, gehen wir doch die Argumente dieser Schule nach und sehen zu, ob das funktioniert, das Argument. Nun, dann sieht man, es funktioniert nicht. Man gerät in einen Widerspruch und so weiter. Daraus bestehen viele, viele Texte. Und es bezog sich auf die Denkform von damals. Dieselbe Methode, glaube ich, müssen wir heute anwenden für die Denkform von heute. Und zwar für die, die am Herrschen, die Wichtigsten, die Herrschenden sind. Man kann das anwenden auf religiöse Systeme. Das haben auch schon Buddhisten in früher Zeit gemacht. Tue ich jetzt nicht. Es gibt zum Beispiel, was wenig bekannt ist, innerhalb des Buddhismus eine kritische Auseinandersetzung mit dem Islam aus späterer Zeit. Im Christentum ist weniger bekannt, also zumindest nicht mit der europäischen Tradition. Aber die wichtigere Denkform heute scheint mir die zu sein, die alle Köpfe beherrscht, die nur so einfach ist, dass man es nicht merkt. Und das ist das Denken in der Geldrechnung. Das ist so einfach, dass es jedes Kind kapiert. Die können die schlechtesten Schulnoten haben. Wie man Geld ausgibt, das versteht jeder. Ja? Das ist ganz einfach, das kapiert jeder. Geld ist eine äußerst einfache Sache, um es zu verstehen. Man muss nur damit rechnen und vor allem, man muss es haben. Das sind die zwei wesentlichen Dinge. Man muss im Geld rechnen und man muss es haben. Warum rechnet man damit und warum will man es haben? Weil man dem Geld fiktiv einen Wert zubilligt. Obwohl wir genau beobachten können, dass in Inflationen, in Börsencrashs, bei technischen Änderungen urplötzlich Werte von heute auf morgen verschwinden. Bei einem großen Crash des Immobilienmarkts in den 90er Jahren in Japan, da hatten die Immobilien in Tokio allein einen Wert, der war größer als das Bruttoinlandsprodukt von Kalifornien. Also Kalifornien ist zusammengerechnet ein sehr großer Staat, ja, als Teil der USA. Da haben die Immobilienwerte in Tokio einen größeren Wert gehabt als das Bruttoinlandsprodukt von Kalifornien. Und innerhalb von 2 oder 3 Tagen ist dieser Wert zusammengebrochen um 60-65%. Hat sich in Luft aufgelöst. Es gibt mehrere Crashs. Also zum Beispiel am, ich glaube es war der 17. Oktober 1987, der berühmte Börsencrash, da waren es Einbruch von 18% und so weiter. Das heißt, da gibt es eine Entität, eine Wesenheit genannt Geld und plötzlich löst sich ein großer Teil davon in Luft auf. Vorher haben aber alle noch daran geglaubt. Oder Sie haben eine Fabrik, haben Maschinen als Buchwerte eingestellt. Ja, da stehen viele, viele Tausend, 10.000, 100.000 Euro stehen als Buchwert drin. Dann bringt ein Wettbewerber von Ihnen ein Produkt auf den Markt und stellt es mit einer neuen Produktionstechnik her. Plötzlich entdecken Sie, dass Ihre Produktionstechnik nichts mehr wert ist. Das nennt man technologische Abschreibung. Plötzlich sind 100.000 Euro Buchwert nur noch 1 Euro Erinnerungswert. Ja? Von einer
Von einem Augenblick auf den nächsten geht das. Was lernen wir daraus? Man muss keine komplizierte Theorie haben. Was lernen wir daraus? Geld ist etwas, das auf einen seltsamen, durch eine seltsame Struktur in einem fiktiven Wert erzeugt und wieder vernichtet wird. Wie geschieht das? Was ist da für eine Logik dahinter? Warum verstehen das die Ökonomen nicht? Warum verstehen das die Buddhisten? Um das nicht polemisch zu sagen, möchte ich Ihnen, dazu brauche ich nur 5 Minuten, jetzt als Wirtschaftswissenschaftler sprechen, Ihnen 2 Geldtheorien vorstellen. Es gibt sehr viele. Wie gesagt, 1100 Seiten Buch könnte ich Ihnen jetzt ziemlich einen langen Vortrag halten. Ich nehme nur 2. Es sind aber wirklich die 2 wichtigsten. Die eine heißt nominalistische und die andere metallistische, aber die Namen sind nur für diejenigen, falls jemand zufällig VWL studieren sollte. Die eine stammt von einem österreichischen Ökonomen, der eine ganze Schule begründet hat, die übrigens sehr, sehr einflussreich geworden ist in ihrem letzten Vertreter, Friedrich August von Hayek. Der hat Reagan beraten, der hat Maggie Thatcher beraten und ist ganz wesentlich verantwortlich für das, was wir seit den 80er Jahren als Neoliberalismus weltweit beobachten können. Da sieht man den unmittelbaren Einfluss dieser Schule. Diese Schule hat sich zunächst konstituiert bei einem Verein der Mont-Pelerin-Gesellschaft, wo übrigens auch der Philosoph Popper und noch etliche andere dazugehören. Und die haben gesagt, wir müssen dieses Gedankengut in die Welt tragen. Das geht zurück auf einen Österreicher, der heißt Karl Menger. Jetzt sage ich nicht mehr viel mehr Namen, dass sie nicht verwirrt sind. Also dieser Karl Menger, mit C geschrieben, hat eine Geldtheorie entwickelt. Und ich behaupte, die Geldtheorie kann man leicht verstehen und widerlegen, wenn man ein bisschen geübt ist in buddhistischer Logik, aber auch ohne das müsste es möglich sein. Wie erklärt er das Geld? Eigentlich so, wie Sie teilweise vielleicht im Schulunterricht auch gehört haben. Da malt man ein schönes Bild. Es ist Markttag. Viele Menschen bringen ihre Produkte auf den Markt. Der eine Schuhe, der andere Kopfsalat, wieder jemand Rindfleisch. Jetzt will der mit den Schuhen Rindfleisch eintauschen, aber der Rindfleisch besitzt, der möchte keine Schuhe haben. Also kommt kein Tauschhandel zustande. Kurz, das, wie gesagt, steht in jedem Lehrbuch, es ist verdammt schwer, immer den richtigen Tauschpartner zu finden. Und das hat auch Karl Menger gesagt. Er hat gesagt, so können wir das Geld nicht erklären. Manche haben dann gesagt, ja, irgendwann hat man es erfunden. Ja, aber wie soll das funktionieren? Das ist, darauf will ich jetzt im Detail nicht eingehen. Das Argument mit Erfinden funktioniert, das erkennen die meisten Ökonomen an. Überhaupt nicht. Wie erklärt Menger? Das ist jetzt interessant. Er führt einen Egoismus ein. Er sagt, die Menschen sind egoistisch. Der Aufsatz, in dem er das vorgestellt hat, ist sogar auf Englisch erschienen zunächst. Er nannte es dort Economic Man. Das ist so die Übersetzung für den Homo Economicus, also den wirtschaftlich geldgierig handelnden Menschen. Und dann sagt er, alle Menschen, die auf dem Markt tätig sind, streben nach Gewinn. Das heißt, sie suchen über Tausch indirekt einen Gewinn zu machen. Also sie wollen indirekt tauschen. Man tauscht erst die Schuhe gegen, was weiß ich, Stahl und den Stahl tauscht man gegen irgendwas anderes und so lange, bis man dann am Schluss einen Tauschgewinn gemacht hat. Und dadurch entsteht ein Zwischenhandel. Da tauscht man nicht mehr direkt das, was man haben möchte, unmittelbar für sein Produkt, sondern man sucht erst die Zwischengüter. Und daraus sei dann das Geld entstanden. Kurz zusammengefasst. Es gibt noch 100 Seiten weiter bei ihm, wo das in allen Details erklärt. Diese Denkform enthält einen gravierenden Denkfehler. Wenn Sie sofort verstehen, und ich bin sicher, ich kann Sie leicht davon überzeugen. Der Denkfehler ist simpel. Um Schwierigkeiten beim Tausch entdecken zu können, muss es so einen Tausch erstmal geben. Nun sagt aber Karl Menger, ohne Geld kann es gar keinen entfalteten Tausch geben. Das entsteht ja das Geld aus den Schwierigkeiten des Tausches. Das heißt, eine Tauschgemeinschaft, eine große Tauschgemeinschaft, in der ein indirekter Handel möglich sein könnte, lässt sich gar nicht denken ohne Geld. Also ich kann nicht ohne Geld eine große Tauschgemeinschaft überhaupt denken. Wie soll dann aus dieser großen Tauschgemeinschaft Geld entstanden sein? Sowas nennt man klassischen Zirkelschluss.
Und das entdeckt man beim Geld immer wieder. Die zweite Erklärung nur ganz kurz gemacht. Die haben gesagt, nee, so geht's nicht. Wir müssen es anders erklären. Das nennt sich staatliche Theorie des Geldes. Geld wird definiert durch den Staat. Der Staat definiert es. Der sagt, das ist Geld und das wird künftig verwendet. Diese Definition funktioniert wieder nicht. Denn wie wir in, zum Beispiel nach der Öffnung der Mauer nach 1989 beobachten konnten, in einigen Staaten Osteuropas, man kann schon Geld drucken von staatlicher Seite. Ob es die Leute annehmen, ist die zweite Frage. Bei einer Inflation ist es ohnehin offensichtlich, dass sie es nicht tun. Das heißt, Geld ist offensichtlich ein zirkuläres Verhältnis, das man weder erklären kann durch staatliche Normsetzung, noch kann man es erklären dadurch, dass aus dem Tausch induktiv entsteht. Beides funktioniert nicht. Und all die anderen Tauscherklärungen kranken an ähnlichen Schwierigkeiten. Warum funktioniert die Wissenschaft in dem Punkt nicht? Auch wenn man es wirklich ganz sorgfältig und sich ruhig anguckt, man entdeckt immer wieder, dass hier ein Zirkel vorliegt. Gut, ich könnte jetzt, ich sag's nur in einem hochtrabenden Ausdruck, man könnte jetzt einen buddhistischen Begriff bringen und sagen, die unterstellen eine Selbstnatur von Staat oder von Tauschgemeinschaften, sowas gibt's nicht. Aber das ist jetzt zu hoch gegriffen, das will ich jetzt nicht näher erläutern. Ich weise auf eine Denkfigur von Nagarjuna hin, die viel einfacher zu verstehen ist. Nagarjuna verwendet in einem etwas kleineren Text von ihm ein Beispiel, er wiederholt es auch später nochmal, das ich für äußerst suggestiv halte. Interessanterweise findet sich dieselbe Denkfigur beim europäischen Philosophen, bei Heraklit. Die lautet, dies, dass der Vater Vater ist, hat er vom Sohn. Und umgekehrt. Wie ist es das zu verstehen? Um es etwas feministischer und zeitgenössischer zu machen, mache ich es mit Mutter und Tochter. Also, wenn ich Tochter denke, einfach den Begriff denke, dann muss ich Mutter denken. Es gibt keine Tochter ohne Mutter. Ob es eine Leihmutter ist oder ein Brutkasten, ist mir jetzt gleichgültig, also wenn Sie jetzt schon unbedingt ganz modern sein wollen. Ja. Zum Begriff gehört, also zum Begriff Tochter gehört Mutter. Ich kann Tochter nur denken, wenn ich Mutter denke. Und selbst wenn die Mutter schon gestorben ist, bleibt die Tochter dieser Mutter. Und umgekehrt, ich kann Mutter nur denken, wenn ein Kind dazu da ist. Also in dem Fall habe ich gesagt, eine Tochter. Zum Begriff Mutter gehört ein Kind. Auch wenn das Kind gestorben ist, ist das die Mutter des verstorbenen Kindes. Das ist nicht nur eine logische Zirkularität, das ist soziale Wirklichkeit. Niemand bestreitet, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Kind eine soziale Wirklichkeit ist. Keimzelle der Gesellschaft, die Familie. Interessant. Um Gesellschaft zu verstehen, sind wir urplötzlich in so ganz zirkulären Denkformen drin. Übrigens dasselbe gilt für Herr und Knecht, für Macht und für ähnliche Strukturen. Mir ist aufgefallen, dass das vor allem fürs Geld gilt. Geld hat einen Wert, weil die Menschen daran glauben, dass es einen Wert hat und es deshalb annehmen. Sie nehmen es umgekehrt an, weil sie daran glauben, dass es einen Wert hat. Sehen Sie den Zirkel? Wenn plötzlich alle aufhören, an den Wert eines Geldes zu glauben, wie zum Beispiel bei einer Inflation, dann bricht ein Wirtschaftssystem zusammen. Wenn alle aufhören, daran zu glauben, dass die Aktienkurse steigen, dann sinken sie und wir haben einen Crash. Wenn alle aufhören, daran zu glauben, dass auf dem Immobilienmarkt die Immobilienpreise weiter steigen, was tun die Preise? Plötzlich sinken sie und die Werte verschwinden. Deshalb ist Geld in seinem Wesen etwas, was wir als kollektiven Schein, als kollektive Illusion hervorbringen. Ich sage nicht, es ist nichts, nicht Schein im Sinn von, mir scheint so, es hätte gerade geklingelt und dann hat es nicht geklingelt. Nicht Schein in diesem Sinn, das ist so die platonische Tradition, sondern Schein, der kein Wesen dahinter hat. Der Schein selbst ist die Verblendung, ist der Prozess, in dem wir uns bewegen. Oder anders ausgedrückt, jetzt gehe ich zu meinen drei Giften zurück vom Anfang. Der Schein des Geldes ist der soziale Ausdruck des Nichtwissens in der Moderne. Und zwar in einer globalen Ökonomie. Das ist das, was alle verstehen. In einer Währung zu rechnen, ist ganz einfach. Wenn Sie es in Dollar gelernt haben, können Sie es sofort in Yen oder in Euro. Ganz einfach. Wenn man es einmal gelernt hat, kann man es in jeder Währung. Das ist also eine Sprache, die ist universell. Die zwei anderen Gifte jetzt beim Geld weiter zu erklären, ist gar nicht schwer.
Was ist die Gier beim Geld? Genau, die Geldgier. Ich meine es nicht nur Manager. Ich meine durchaus auch uns Privatleute. Ja? Auch wir neigen dazu, in irgendeinem Supermarkt ein Sonderangebot anzunehmen und gerne anzunehmen. Ah, da sind die Schuhe billig. Wir fragen dann vielleicht nicht danach, wo sie hergestellt wurden und was am anderen Ende bezahlt wird. Ja? Wir stellen nicht die Frage, dass wir vielleicht bei Nike 120 Dollar, ich kann es nur, die Zahlen nur in Dollar, 120 Dollar fürs Endprodukt bezahlen, während der Hersteller, die Arbeiter, nur 30 oder 15, je nach Fabrik, Cent dafür bekommen. Die Lohnsumme bei der Herstellung von Nike ist kleiner als die Werbeausgaben für irgendeinen berühmten amerikanischen Basketballspieler, den ich nicht kenne, den der als Werbeetat bekommt. Also auch bei uns gibt es diese Geldgier. Auch wir kaufen Produkte und sind froh über ein Sonderangebot. Das gilt auch privat. Aber viel wichtiger ist mir, dass die Geldgier institutionalisiert wurde. Geldgier wurde zur Institution. Für Geld, das ich hergebe, mehr zu bekommen, das ist doch selbstverständlich. Lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Langfristige Rendite, wunderbare Erträge und so was. Schalten Sie den Fernseher rein, dann finden Sie. Der Sowieso-Fonds hat nun, da kommt eine Kurve und die steigt natürlich. Und vor allem die Börsianer, wenn sie die Nachrichten hören, was da für ein seltsamer Plural besteht. Wir gehen nach oben, sagen da die Reporter. Das finde ich immer ganz toll. Wir gehen nach oben. Ja, wir machen heute eine Seitwärtsbewegung. Bei uns läuft es heute nicht so gut. Die Vorzeichen sind rot, sie zeigen nach unten. Also schon diese Pluralität der Geldgier, selbstverständlich ist es, dass Aktienkurse zu steigen haben. Das ist selbstverständlich. Das ist Wirklichkeit geworden. Das ist institutionalisiert. Ja, so weit, was vor 20 Jahren noch nicht der Fall war, wer sich daran erinnern kann unter den älteren Anwesenden. Wenn Sie den Fernseher eingeschaltet haben, kam ein Fernsehbild und da gab es manchmal Werbeunterbrechung. Heute bei einigen Kanälen, was sehen Sie da unten? Immer ein Laufband. Ja, immer ein Laufband. Oben alle möglichen Nachrichtenmüll dieser Welt. Ja, alles Mögliche. Sportler-Statement, verhungernde Kinder, Krieg, alles, aber unten das Laufband läuft ewig durch und die Aktienkurse bilden die wahre Grundlage unserer Welt. Also insofern ist ein Fernsehschirm, ich nehme das immer sehr gerne als Bild, sehr sprechend. Der erklärt mehr als jedes ökonomische Lehrbuch. Da brauche ich nur hingucken. Die Basis, das Laufband und oben drüber, der Rest ist dann die Wirkung dieser Ursache. Es ist also nicht schwer, diese drei Gifte zu identifizieren in der Ökonomie. Die Unwissenheit kristallisiert sich zu einem globalen Wahn der Werte. Eine Abstraktion, die wir gemeinsam hervorbringen, fürchterlich enttäuscht sind, wenn die Kurse runtergehen, euphorisch gierig werden, wenn die Kurse raufgehen, aber es ist nur ein Schein, den wir da gemeinsam erzeugen. Natürlich kann man Glück haben und kann den Schein dann in Geldscheine umsetzen. Ja, selbstverständlich kann man das. Selbstverständlich kann man das. Aber wie Sie sehen, gerade am Zinsbeispiel der Institutionalisierung der Geldgier in Form des Zinses. Jeder erwartet von uns, wenn er sein Geld auf die Bank bringt, dass es verzinst wird. Geld arbeitet, heißt der schöne Spruch. Natürlich arbeitet niemand. Das Einzige, was arbeitet, ist die Illusion, dass da niemand dahinter arbeiten müsste. Denn glauben Sie, wenn Sie 1000 Euro auf die Bank bringen und 5% Zins dafür kriegen, diese 5% kämen von irgendwo her. Die müssen irgendwo verdient werden als Gewinn. Und wo entsteht der Gewinn? Da muss ein Umsatz erwirtschaftet werden und man muss die Kosten abziehen davon. Und was sind Kosten? Zum Beispiel Lohnkosten in den Ländern des Südens. Und die müssen möglichst niedrig sein. Und jetzt kommen die Ökonomen und sagen, wir müssen wettbewerbsfähig sein, das sind globale Sachzwänge der Märkte und die Lohnkosten müssen runter. Und das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, ist zum Beispiel ein Mindestlohn. Wunderbares Zitat von einem Ökonomen aus München, meinem Lieblingsfreund, Feind, der gesagt hat, die Unruhen in Frankreich, wo die Jugendlichen auf die Straße gehen, das kann man ganz einfach erklären. Weil es in Frankreich einen Mindestlohn gibt.
Drum kriegen die keine Jobs und drum gehen sie auf die Straße. So erklären Ökonomen die Welt. Zusammengefasst, die drei Gifte in der buddhistischen Analyse, unter Anwendung von ein bisschen buddhistischer Logik, kann man die alternativen Erklärungen der Ökonomen, glaube ich, sehr gut widerlegen. Ich habe sie in einem kleinen Beispiel vorgeführt. Und übrigens haben Sie einleitend schon darauf hingewiesen, eins meiner im Standardrepertoire, was ich meiner eigenen Zunft als Ihr Whistleblower ständig, und ich habe zwar ja an einem Forschungsinstitut gearbeitet, ich weiß, wie es dazugeht, was ich dabei gelernt habe, schlicht und ergreifend, dass ökonomische Prognosen in 99,8% der Fälle falsch sind. Ja, und das eine Prozent, das ist Glück oder erraten. Alan Greenspan, der Zentralbankchef der US-Notenbank bis vor 2 Jahren, hat auf Bloomberg, so ein Wirtschaftskanal, vor kurzem ein Interview gegeben und hat darin 2 Dinge gesagt, die ich für äußerst wichtig halte und die meine These hier stützen. Erste Aussage bezieht sich jetzt direkt auf Prognosen. Er hat gesagt, ja, ich weiß, wenn wir Geldpolitik machen, müssen wir uns auf Prognosen verlassen. Aber unsere ökonometrischen Prognosen sind nicht viel besser als die Vorhersagen von jedermann. Damit hat er eine ganze Zunft, Nobelpreis gekürte Zunft, mit einem Wisch vom Tisch gewischt. Ja. Wenn er sagt, die Prognose ist so gut wie ihre. Ja. Übrigens wurde empirisch mal überprüft, man hat Ökonomen unterschiedlicher Modelle verglichen mit einer Wahrsagerin. Eine Astrologin, und die hat besser abgeschnitten. Sie hat besser abgeschnitten. Falsch waren alle im Durchschnitt, ja, aber am wenigsten falsch war die Wahrheit. Nicht, dass Sie jetzt glauben, ich trete hier für Astrologie ein. Ja. Dass ich da ja nicht missverstanden bin. Okay, also Prognosen scheitern. Ich bin gemein, wie ich bin, schlage immer meinen lieben Ökonomenkollegen vor, wofür ich dann auch. Sie können sich die Reaktion vorstellen, ich muss sie nicht schildern. Sie lieben ja alle den Markt und Sie sagen, wenn irgendwas nicht funktioniert, mehr Markt. Kommt Ihnen bekannt vor? Vielleicht. Dann habe ich gesagt, okay, wer den Markt so sehr liebt und sagt mehr Markt, der soll doch auch bitte den Markt für Prognosen anwenden. Ab sofort kriegen alle Ökonomen in Wirtschaftsforschungsinstituten Leistungslöhne. Wenn die Prognosen richtig sind, kriegen sie Geld. Wenn sie falsch sind, der Markt entscheidet, kriegen sie nichts. Ja, das haben sie nicht gewollt. Sich wurde heftig kritisiert. Und in Tutzing hat mich meine Kollegin körperlich angegriffen. Ein anderer Kollege hat sie dann zurückgehalten. Nein, ist keine Lüge. Es gab viele Zeugen dafür. So wütend ist sie geworden. Sie hat dann gesagt, ich hätte die Prognosen nicht verstanden. Aber ich sage, was habe ich daran nicht verstanden? Ja, so darf man das nicht sehen. Ja, wie soll ich es dann sehen? Ja, anders. Ja, gut. Okay, also das ist so eins der empirischen Hinweise darauf, dass die Wissenschaft, die uns die Welt erklären soll, als Wissenschaft, als Science, ich sage nicht als andere Denkform, sondern als Science, die Prognosen liefert, gescheitert ist. Und das Zweite ist, dass sie bei der Gelderklärung versagt. Wenn man jetzt aber mit der sehr alten, 2500 Jahre alten, einfachen buddhistischen Erklärung drangeht, wenn man den Satz nimmt aus dem ältesten überlieferten buddhistischen Text, oder jedenfalls wird er dafür gehalten, im Dhammapada, das ist so eine Verssammlung, da heißt, die erste Zeile wird unterschiedlich übersetzt, ich übersetze mal sehr frei, den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Ja, und wenn ich mit einem getrübten Geist handle, dann kommt Leiden, wenn ich mit einem klaren Geist handle, dann entsteht weniger Leiden, sage ich jetzt mal vorsichtig. Wenn man diese Diagnose nimmt und dann sagt, Trübung heißt, glaube an ein ewiges Ego, das sich verteidigen muss durch Aggression und durch Gier nach außen zu anderen Territorien übergreifen muss. Wenn das die Grunddiagnose ist, dann finde ich die sehr gut bestätigt in der Ökonomie. Ja? Die Illusion, die totalisiert den Weltmarkt beherrscht, ist die Geldillusion. Und dass es eine Illusion ist, das Sie werden es die nächsten Wochen übrigens
Gucken, lesen Sie die Nachrichten, Sie werden sehr schön nachlesen können. Die US-Finanzkrise ist nicht zu Ende. Ich habe eine Prognose gemacht, haben Sie es bemerkt? Das kann man jedenfalls aus der Historie lernen, dass Geldwerte kollabieren, in Nullkomma nichts sich in Luft auflösen. Also ist es eine Illusion. Und trotzdem ist es eine, die nichts weniger tut, als uns zu vergesellschaften über Märkte, die koordiniert, diese Illusion koordiniert unsere Handlungen über Kostenrechnung, Controlling, Preisbildung und so weiter. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn man die Dimension des Problems erkennt, dann merkt man erst, wie tiefgreifend eigentlich diese Aussage ist, dass die Täuschung die Wirklichkeit des Leidens erzeugt. In der Moderne hat es die Form des Geldes. Die Geldgier habe ich identifiziert, streben nach Zins, streben nach Gewinn und so weiter. Und wenn das zwei tun, wenn einer, der nach Geld strebt, einem anderen begegnet, der auch nach Geld strebt, was entsteht dann? Nun, höflich nennt man das Wettbewerb. Weniger höflich nennt man es, Bestechungsskandal, oder man nennt es, wie bei Enron, schlicht und ergreifend Lüge und Betrug. Da kommen dann all diese schönen Instrumente. Es gibt eine Unternehmensberatergruppe, die den schönen Satz formuliert hat, den ich mir gerne zitiere. Konkurrenten, betrachten Sie sie als Feinde. Ja, das ist genau diese logische Konsequenz. Wenn zwei Egos aufeinander prallen, entsteht Feindschaft. Und dass sich das dann fortsetzt in Stufen, in institutionalisierten Stufen bis hin zu einem Staatsego oder einem religiösen Ego, das sich bewaffnet, nur mit Sprengstoffgürteln oder mit Atomwaffen und dann aufeinander losgeht, diese logische Folgerung führe ich jetzt nicht vor, aber dass sie naheliegend ist und auch gezeigt werden kann, das dürfte Ihnen, glaube ich, rein intuitiv einleuchten. Das heißt, zusammenfassend gesagt, wir entdecken, dass die Grunddiagnose der buddhistischen Analyse unserer Lebenserfahrung sehr aktuell ist und übersetzt werden kann in eine ökonomische Sprache. Wenn wir dann auch das benutzen, was die Buddhisten als Logik entwickelt haben, sind wir auch in der Lage, die Scheinbegründungen für diese Handlungsweisen, wie sie in der ökonomischen Theorie vorgelegt werden, zu widerlegen. Nicht die Menschen kritisieren, die falschen Gedanken. Und jetzt werden Sie sagen, da steht auch noch Mitgefühl im Titel. Vom Mitgefühl hat er noch überhaupt nicht geredet, nur im ersten Satz. Ich bestreite, dass ich nicht vom Mitgefühl geredet habe. Denn Mitgefühl zeigen im Sinn des engagierten Buddhismus heißt nicht nur meiner Nachbarin helfen, wenn sie krank ist. Das heißt es natürlich auch. Das heißt nicht nur Schwachen helfen, in den Bereichen helfen, die man die Sozialen nennt. Mitgefühl heißt zunächst einmal Mitgefühl über alle Mitmenschen auf diesem Planeten, von Tieren habe ich gar nicht geredet, auf diesem Planeten. Und dann die Frage zu stellen, ja, warum hungern so viele, warum leiden so viele, warum sind so viele krank, warum haben so viele kein sauberes Wasser? Die Frage zu stellen und dann die Ursachen dafür zu suchen, das scheint mir die Praxis des Mitgefühls, die wir sozusagen wie die Made im Speck sitzt, die also sich die Zeit nehmen kann für solche Analysen, vor allem wenn man Hochschullehrer ist wie ich, fühle ich mich dazu verpflichtet, ja selbstverständlich. Das ist, glaube ich, eine Praxis des Mitgefühls, die man vielleicht noch ein bisschen zu wenig in der buddhistischen Tradition erkannt hat. Die Tradition von Nalanda, Nagarjuna, die haben Mitgefühl durchaus so verstanden. Mitgefühl heißt, die Täuschung zu erkennen. Denn wenn ich die Täuschungen wegnehme, dann nehme ich das Leiden weg oder ich vermindere es zumindest. Und das scheint mir die wirksamste Praxis von Mitgefühl, die man überhaupt entfalten kann und auch die Auszeichnung dessen, was im Buddhismus charakterisiert. In allen anderen Formen, sozialen Formen, können wir mit allen ethischen Formen, religiösen Formen zusammenarbeiten. Ich rufe dazu auf und versuche es auch selber praktisch so umzusetzen. Sich um Kinder, um Kranke zu kümmern, da ist es vollkommen gleichgültig, ob derjenige, der mitarbeitet, ein Atheist ist oder ein Christ ist oder ein Moslem. Wer sich für den Frieden engagiert, da ist es vollkommen gleichgültig, wo wir herkommen. Dass auch in der buddhistischen Tradition der Pazifismus ganz oben steht, ist vollkommen klar.
Also in dieser Form engagierten Buddhismus, ja, da können wir sehr wohl zusammenarbeiten mit allen Traditionen. Das Originelle, das die Buddhisten beitragen können, ist, glaube ich, diese andere Form. Dass sie hinter die Wirklichkeit blicken, sie als Resultat von Denkformen dechiffrieren und erkennen, welche verkehrt laufenden Gedanken Leiden hervorrufen. Dafür würde ich plädieren und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.